diese Stelle hier in diesem Troll-Level? Das sieht doch erstmal ganz einfach aus, oder? Nein. Das ist eines von 5 Community-Leveln, die ich heute spiele, wovon ich sogar an einem über eine Stunde saß und dieses hat mich wirklich komplett zerstört. Und jetzt hier... Oh Mann, ich wollte gerade meinen Berg ab! Ich hab schon... Einige Wochen ist es nun her, seitdem wir Community-Level gespielt haben und das Volk hat danach gerufen. Und daher starten wir auch direkt in das erste und zwar von der Rocker. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an, denn das Level wurde... Wann wurde das hochgeladen? Vor 2 Tagen? Hä? Okay, warte mal, hier wird safe eine Röhre drin sein. Ah, schade. Okay, ich habe mich ganz kurz wie Houdini gefühlt, aber das war ja schon irgendwie klar, ne? Klar wie Kloßbrühe. Okay, hier oben geht's schon mal nicht weiter. Bedeutet, glaube ich zumindest, wir sollten am besten da nach oben jumpen. Das scheint erstmal der einzige Weg zu sein, der realistisch aussieht. Oder standardgemäß ganz rechts irgendwelche, keine Blöcke. Cool, das ist sehr überraschend, muss ich sagen. Ja, ich bin hier oben und hier ist eine Röhre. Ja, man kennt's. Okay, rein in die Röhre. Und wir laufen jetzt einfach hier durch, ganz geschwind. Man kann dieses Level relativ schnell abschließen. Hat man ja vorhin gesehen. Das sollte eigentlich gar kein Act sein und wir sollten uns definitiv... Oh, Bahn beeilen. Wir haben verkackt. Wir müssen mit dem Stern... Doch nicht. Ohohoho. Ich dachte, wir müssen sehr, sehr schnell sein, um mit dem Stern Bowser Hops... zu nehmen. Oh, dieser Sprung ist auch ekelhaft. Ich hasse solche Sprünge. Okay, das ist ein Klein-Timmy-Level. Das ist definitiv ein Klein-Timmy-Level. Ist es ein Klein-Timmy-Level? Es sieht sehr stark nach einem Klein-Timmy-Level aus. Zumindest aktuell. Wir lassen uns aber dennoch viel Zeit und sprinten nicht allzu schnell hier herum, weil das Level vermutlich will... Wow! Ich glaube, ein Magikooper lebt noch. Ich wollte es gerade sagen. Den sollten wir am besten eliminieren. Nicht, dass wir noch aus Versehen irgendwie gegen den laufen, wenn wir jetzt den Flug antreten. Let's go to that I believe I can fly. Ich hatte da nach oben jumpen müssen. Da oben wäre was gewesen und ich bin gestorben. Okay, woher soll man das wissen? Erster Blind Jump, check. Das einzig richtig ekelhafte an diesem Level ist aktuell der erste Sprung. Ja, wobei es geht, es geht, es geht. Am Anfang hat er ein bisschen schwieriger gewirkt. Okay, vielleicht laufen wir sogar hier oben entlang, jetzt ohne hoffentlich irgendwie hops genommen zu werden, weil jetzt können wir Bowser sofort hops nehmen. Genau, zack. Genau dieses Szenario habe ich mir vorhin auch vorgestellt. Okay, und jetzt wissen wir zumindest schon mal... dass wir hier nach oben fliegen müssen. Oh, hä? Was ist das da oben? Ich habe ein bisschen Schiss, bin ich ehrlich? Okay, okay, okay. Wir sollten das Item auf jeden Fall behalten, denke ich mal, nicht wahr? Die Frage ist jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal. Kann man hier... Nein! Ich glaube, Items reset. Oh nein, das war so dämlich. Das war dämlich. Jetzt weiß ich nicht ganz weiter auf Anhieb. Alter, ich habe es hier oben hingeschafft und ja, tatsächlich musste man hier nach oben fliegen. Oh. 3 Türen. Warum sollte ich hier durchgehen, wenn man auch da oben entlang gehen kann? Guck mal. Freunde, sneaky, Miki, steppen wir hier mal nach oben in der Hoffnung, dass wir das irgendwie überleben. Und wir haben es natürlich nicht überlebt. Ah, das war jetzt gar nicht so gut. Wobei wir können... Ah. Hä? Wir kommen jetzt gar nicht mehr hier runter. Ah, shit. Okay, sind alle 3 Türen fake? Guck mal, das war jetzt schon mal ein Fake. Kein Problem. Wir haben die Mittelflagge. Wir können es ausprobieren. Kein Problem. Okay, Tür Nummer 1 war fake. Tür Nummer 2, das wird alles ein Fake sein. Ich glaube, die Mittelflagge im Allgemeinen ist wahrscheinlich ein Fake, oder? Sag bloß, wir dürfen die Mittelflagge nicht einsammeln, sondern müssen straight nach oben durchgehen. Da frage ich mich aber, wie man das Level in 40 Sekunden schaffen kann. Das bedeutet, dass das Ende... Ja, okay, alles Fake. Okay, okay, wir starten das Level am besten nochmal komplett neu, weil der Check... Wobei, man muss ja vom Checkpoint... Ja, okay, man kann vom Checkpoint aus das Level schaffen, indem man einfach wieder von vorne spielt. Egal, machen wir so. Okay, wir sind oben angekommen und wissen jetzt schon mal, hier wird's weitergehen. Wir lassen uns auf jeden Fall in Anführungszeichen ein bisschen Zeit hier oben, weil uns hetzt ja nichts, nicht wahr? Wir müssen irgendwie es nur schaffen, hier... Nein! Oh, drauf zu jumpen und here we go again. Okay, Versuch Nummer 3 hier oben auf ganz entspannter Basis. Naja, entspannt ist relativ, würde ich einfach mal so behaupten. Wie rüber... Geht's? Okay, cool, 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 cool. Und wir müssen einfach hier rüber jumpen. In Anführungszeichen einfach. Yay, ein Schlüssel. Wie kriegen wir den? Hallo? Bro, wie soll ich denn hier rankommen, Mann? Hallo, wie kriege ich denn diesen Schlüssel? Okay, indem man fast runterspringt. Cool, rein geht's in die Tür. Und bitte sei kein Troll, bitte sei... okay, okay, jetzt wird's ein bisschen skill-lastig, aber alles in einem muss das Level, glaube ich, jetzt enden. Weil ansonsten verstehe ich nicht, wie dieser Rekord gerechtfertigt ist von 40 freaking Sekunden. Wir haben es geschafft, okay. Erstes Level,
Ja, relativ entspannt noch. Muss man einfach mal so sagen. Ich habe knapp 10 Minuten um den Dreh gebraucht. Und ich würde dem Ganzen, ja, gute 3,5 von 5 Punkten geben. Weil ich bin jetzt kein Fan davon. Du baust einen Checkpoint in dein Level. Und dieser Checkpoint bringt dir original gar nichts. Er ist einfach da zum Troll. Weiter geht's. Puh, Freunde. Wisst ihr, was ich mich nach dem ersten Level frage? Habt ihr den Kanal eigentlich schon abonniert? Denn wir gehen so langsam auf die 130.000 Abonnenten zu. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Von daher abonniert den Channel, falls noch nicht getan hast. Das nächste Level ist von UI$DXFluffMiniKasötrö-Level. Abschlussrate von fast 10% und Rekordhalter ist Basti, jemand aus der Community. Rein geht's, gucken wie es wird. Erreiche das Ziel als Super Mario. Halt's Maul. Spaß beiseite, wir nehmen das Ganze hier ernst, weil das ist ein Videospiel und Videospiele sollte man definitiv ernst nehmen. Okay, hier ist eine Röhre wahrscheinlich drin. Ah, okay. So löst man dieses Level. Ich verstehe. Oh, starker erster Troll. Okay, du kommst aus der Röhre raus und musst direkt. Nein. Du musst gar nichts direkt machen. Du kannst einfach jetzt zack in die Röhre. Kannst direkt runterfallen. Du darfst einfach nur nicht springen. Moment. Genau, ich meine, war hier nicht irgendwo eine. Ach, das war so dämlich. Das war definitiv dämlich. So, wir gehen hier hoch, jumpen rüber, mehr oder weniger. Und hier ist. Da war doch gerade kein Troll. Ich bin nach oben gesprungen, um zu gucken, ob da ein Trollblock ist. Nix gewesen. Naja. Das macht Spaß und steht für hochqualitatives Zeug. Trollblöcke. Habe ich noch nie gesehen, diesen Troll. Bitte gib mir mehr davon. So, Zaccarino. Okay, noch ein Trollblock. Nummer 3 gibt's auch nicht. Gibt's noch 4? Nee. 4 wird's nicht geben, weil, guck mal, Psychologie. Ne, der Troll-Level-Ersteller dachte sich so, ha, der Vollidiote denkt, dass 4 da sind und oben gegen die Stachelblöcke springt. Dieser dumme Idiot. So, Nummer 2 und jetzt Nummer 3 gibt's auch noch. Und jetzt kann man einfach hier durchlaufen. Boah, das ist irgendwie, ganz schön fies. Ja, aber was, hier muss ein Stern sein. Ey, naja, Stern nicht unbedingt, daneben Ballon. Oh, ist das eng, oh mein Gott, ist das eng. Das schafft man noch nicht, oder? Kann man das schaffen? Boah, Junge, das ist ja... Oh Gott, gegen die Zeit, ich Vollidiot. Hier sind 10 Millionen Sterne, sag bloß. Wir müssen gleich dort vorne einen Stern finden. Oh, Jemine, das ist ganz schön eng. Das ist freaking eng. Aber vielleicht haben wir das Level jetzt so geschafft auf süß. Rein geht's in die Stacheln. Let's go. Okay. Das Level muss jetzt wahrscheinlich zu Ende sein, oder? Ja, aber wo ist denn das... Wie komme ich denn an das Item ran? Hä? Bro, da sind überall Stacheln, ne? Ja, und wie kommt man hier durch? Bro, achso, du musst da oben durchfliegen, bro. Das ist aber auch wieder so ein Picky Frame Perfect Level. Lieben wir. Dieses gesamte Level ist nur durch Trollblöcke existent. Okay, kann man auf jeden Fall mal so machen. Muss man nicht unbedingt so machen, aber hatte Troll-Level-Ersteller jetzt so gemacht. Und deswegen akzeptieren wir den ganzen Bums mal und triggern die nächsten Blöcke auf ganz süßer Basis und werden jetzt ganz geschwind wieder hier extrem langsam durchfliegen, nicht wahr? Boah, das ist aber echt ekelhaft, ne? Also ein Mini-Fehler und du verlierst sofort dieses Item. Okay, es sieht gut aus. Der Sound ist vielleicht ein bisschen irritierend, muss man mal so sagen. Geil! Weil, so, zack. Jetzt müssen wir das Item behalten und müssen perfekt hier oben durchfliegen. Schafft man das perfekt? Ja! Das war richtig knapp. Das war strong. Da hat Viper uns natürlich ein gutes Level hier eingereicht. Das nächste Level wird sehr interessant, denke ich mal, weil das wurde erstmal von Fabi 1805 gebaut. Challenge, but with Trolls. Und dieses Level hat eine sehr niedrige Abschlussrate. Cookie hat den Rekord, auch jemand aus der Community. Wir haben eine Abschlussrate von 0,6% und mal gucken, wie es wird. Ich glaube tatsächlich, es wird sehr viele Schmerzen beinhalten. Vor allem, wenn der Rekord bei 3 Minuten liegt, was gar nicht mal so wenig ist. Okay, wir springen direkt in die Mitte durch, weil ich habe so ein bisschen Schiss. Okay, und das war nicht cool. Das war nicht cool, was passiert ist. Man hätte wahrscheinlich schon damit rechnen können, dass hier irgendwas runterkommt, oder? Geh mal ganz nach unten und zack, du gehst wieder nach oben. Okay, braucht man eventuell ein Trampolin oder warum kommen hier Trampoline? Okay, schöner Troll. Jetzt haben wir ihn einfach nur eingesperrt. Mehr ist hier...
nicht passiert. Cool. Aber was dann? Wir müssen Safe Call hier nach oben. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber... Okay, was, wenn wir jetzt irgendwie... Warte mal. Sneaky, Miki hier vorbeispringen können? Nee, links ist auch noch ein Block. Okay. Sind hier überall Blöcke hier oben? Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir springen erstmal auf diesen Dude hier drauf, weil dann überleben wir zumindest schon mal. Yay! Okay, tschüss, lieber Pilz. Blocky. Guck mal, wir sind einigermaßen safe. Schöner Fisch. Ah, sind hier überall Fische. Kommt man da nicht mehr raus? Warum ist dieses Level so? Aber ich muss sagen, bisher ist es schon gar nicht mal so schlecht. Nicht wahr? Hier sind überall Fische, wie es scheint, oder? Ja, überall Fische. Kommt man hier irgendwie rum oder muss man... mit dem Dude sich transportieren lassen nach rechts. Boah, ich weiß es nicht. Aber spätestens ab dem Abteil wird's, ja, heavy. Yay! Nein! Bitte überleb! Och Mann! Aber was macht man denn dann? Oh, diese dämlichen Donut-Blöcke, ne? Es ist so absolut ärgerlich. Boah! Ich glaube, wir müssen nach oben. Aber ich komme halt nicht nach oben. Kann man es irgendwie schaffen, an einem Trampolin ranzukommen? Ja, irgendwie nicht, ist das Problem. Aber wenn ich jetzt hier runterfalle, wird nichts passieren. Nee. Trampolin mitgenommen, bringt aber original nichts. Vielleicht muss man aber Skill-Issue raushauen und man kommt doch irgendwie ran. Ja! Genauso. Und man überlebt sogar, weil das Ding wieder nach oben geht. Okay, cool. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir stellen dieses Ding hier ab, lassen das nochmal runterkommen, damit wir die wunderbaren Blöcke hier oben haben. Und dann testen wir mal, wie viele Blöcke hier so sind, nicht wahr? Sind aber schon so ein paar, wie es ausschaut. Hier oben auch. Digga, sind hier überall Blöcke? Aha, bingo. Nein, nein, warte. So, hier oben haben wir zum allerersten Mal eine neue Sicht übers Level. So, wie wär's, wenn du da oben mal für ein bisschen Krach sorgst, so auf ganz süßer Basis? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob uns das irgendwas bringt. Wobei, doch, wir können von hier oben entlang gehen. Das ist definitiv vorteilhaft. Bro, kannst du einmal ganz kurz... Nein, bitte. Ah, Mist, es klappt immer noch nicht. So, jetzt aber, oder? Yes! Okay. Wir haben jetzt die Peace... Das sind noch mehr Peace-Witches rechts, ne? Nee, da kommt nur so ein random Dude herunter. Okay, voll in Ordnung. Das bedeutet, wir sind hier safe. Warte, da kam noch einer runter. Auf ganz unangenehm, hallo? Oder nicht, der steht da nur rum. Aber was jetzt? Also spätestens jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Bro, ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Warte mal, wir holen das Trampolin von der anderen Seite. Oh, hey. Du kommst jetzt komplett nach unten. Ist es vielleicht the right to go? Oder vielleicht bekommen wir jetzt irgendeinen neuen Hinweis? Nee, gar nichts. Cool. Ich bin ehrlich gesagt am Ende meines Lateins. Kein Plan, was wir machen müssen in diesem Level. Guck mal, man kann zumindest hier oben stehen. Nicht öffnen. Nicht schlecht, oder? Aber was jetzt? Was ist jetzt unsere Mission? Ah, guck mal, da oben ist ein Weg. Ah, hier ist safe ein versteckter Block nach oben. Ich habe vorhin hier irgendwo einen Block gesehen. Hier oder so. Ja! Ja! Geil! Okay. Boah, ich hatte ganz kurz Schiss, nicht zu wissen, was zu tun ist, aber... We made it! Und hier oben wartet auch schon irgendwas auf uns. Wunderbar. Frage ist, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ich gehe am besten mal rechts entlang. Oh shit. Guck mal, wisst ihr, was wir tun müssen? Wir dürfen, glaube ich, auf gar keinen Fall auf die Musikblöcke, sondern sollten auf dieses Ding dort. Es wird uns aber leider umbringen, wenn wir nicht schnell genug sind. Ja, oh mein Gott! Fortnite! Oh, wir haben es geschafft. Okay. Peace Witches. Unten Pfeil nach links. Bitte sei richtig. Bitte sei... Ja. Ich glaube, wir müssen sofort spinnen auf der Piranha-Pflanze. Boah, was ein brutales Level. 2 Stunden. Was? Spinnen? Oh Mann. Und jedes Mal muss man diese Kack-Trampoline abholen. Es ist so zum Mäusemelken. Oh, weil das immer passiert. Oh, knappe Kiste, Malaka. Okay, wir haben das wieder geschafft, aber ich weiß echt nicht, was hier zu tun ist, Mann. Ich kann es euch nicht sagen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht einfach nur ein bisschen spinnen. Ich glaube, ein bisschen spinnen und dann klappt das. Oder darf ich bestimmte Blöcke einfach nicht berühren? Ah! Ach so, da ist Monty. Oh! Wow, da kam ein Monty raus. Den muss man wahrscheinlich vorher triggern, oder? Ja! Ja, ich habe wieder Hoffnung, das Level zu schaffen. Die Frage ist natürlich, wie triggern wir den? So kann man den überhaupt triggern? Oh, warte mal, wie... Na, den wird man wahrscheinlich immer triggern, egal was passiert, oder? Vielleicht irgendwie... Oh Mann, hier ist Monty der Maulwurf, wie kriege ich den weg? Och nee, kacke. Also vorhin, als ich runtergefallen bin, ist er sofort getriggert worden. Der wird getriggert?
man triggert ihn nicht, indem ich weit wegspringe und nicht direkt an der Wand. Check. Okay, weg von der Wand. Und jetzt hier. Oh Mann, ich war gerade beim Berg. Bitte komm danach am Checkpoint. Ja, ja. Checkpoint. 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 Warum kein Checkpoint? Da habe ich nach 40 Minuten oder so in die Röhre geschafft und da ist kein Checkpoint. Oh Mann. Okay, okay, okay. Ich habe sie da in die Röhre geschafft. Alles easy und wir gehen diesmal nach rechts. Ne? Wir gehen sofort nach rechts. Und jetzt beginnt die... Nein! Nein, 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 nein. Ja, woher soll ich das wissen, was passiert? Ich hasse es. Ich hasse Blindstellen. Mann. Okay, here we go again. Here we go again. Ja! Nein! Okay, okay, ganz vorsichtig. Okay, 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 okay. Nein, wie mache ich das denn jetzt? Nein, das geht doch gar nicht! Ich darf doch nicht gegenspringen. Ah, das ist das Rätsels Lösung. Ah, und ich muss schon wieder dieses Level neu starten, wie es scheint, ne? Aber egal, jetzt gleich kommen wir zur Mittelflagge. So, wir wissen, was zu tun ist. So grob weiß es zumindest. Ja, ich hab's geschafft! Jawohl! Vorsicht vor dem Fisch! Vorsicht vor dem... Alter, wie weit geht denn der Kackfisch? Okay, komm runter. Mittelflagge! Ja! Ist mir so egal, weil ich hab eine Mittelflagge, ja! Boah, es tut mir so leid, ne? Aber ihr wisst, ey, ich sitze schon so lange jetzt an dieser Kacke. Aber ist mir auch egal, ob das ein Troll ist. Wie gesagt, wir haben diese verkackte Mittelflagge und es geht voran. Jetzt habe ich eine Mittelflagge. Und ab jetzt sind wir... Ja, okay, ich muss ein bisschen früher springen oder nach rechts gehen. Was weiß ich? Mein Gott, ich sterb noch 10 Mal, Toadette. Es ist mir so egal. Es ist mir so egal. Okay, wir gehen ein bisschen nach rechts und jumpen nach oben. So, sehr schön. Oh, hello, my friend. So, also, ja, früher oder später werden wir hier eh hops genommen. Die Frage ist, da ist eine Röhre. Dann probieren wir doch einfach mal in die Röhre hineinzukommen. Ich glaube, man merkt es gerade ein bisschen, dass ich sehr glücklich bin. Und es ist schön, dass ich glücklich bin, Freunde, weil das macht mich glücklich, versteht ihr? So, runter geht's, in die Röhre hinein, aber wo kommen wir da raus? Okay, coole Challenge, mehr oder weniger coole Challenge. Ja, aber das ist blind. Come on, das ist blind. Bro, woher soll ich wissen, wo was runterkommt? What the fuck? Was ist das? Auf der linken Seite waren wir aber gar nicht mal so schlecht bedient. Okay, hier waren wir auch noch safe und jetzt einfach ganz nach links und jetzt nach rechts. Hier unten ist nichts, da ist der Tod. Das bedeutet, es geht irgendwo anders entlang, ja? Okay, dann habe ich noch eine andere Idee, die man prinzipiell vom Ding her ausprobieren könnte. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Wir triggern den Dude und gehen hier runter. Hier ist aber nichts. Ah, oder wir nutzen den Turm, um nach oben zu kommen. Das ist natürlich auch ein Vorschlag. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. So, zack. Betätige einmal das hier, genau. Ah, wir finden tatsächlich hier oben eine Röhre und einen wunderbaren Troll. Und es ist auch ein Troll, okay. Dann habe ich noch eine andere Idee, was man machen könnte. Und zwar haben wir diese gelben Donutringe, es war so dämlich, gelben Donutringe gesehen und in der Mitte war eine P-Switch-Tür. Also alles in einem sehr, sehr brutales Level bisher. Krasse Challenge, muss man wirklich mal so sagen. Also diese eine Stelle mit Monty, dem Maulwurf, war bisher hardcore asozial. Okay, und jetzt rüber. Ach, Bro, ich habe einfach die Sprungtaste verkackt. Brr. Oh, im letzten Moment bin ich reingekommen und es war falsch. Aber ein Glück werden wir nicht hops genommen. Okay, geschafft. Und jetzt direkt nach rechts, bitte. Thank you so much. Und hier sind ansonsten keine anderen Blöcke. Okay, die Frage ist, wie machen wir das am besten, ne? Weil... nein! Kacksprung. Nein! Oh nein, ich wollte gar nicht dagegen springen. Ich hätte es geschafft. Oh mein Gott, ich hätte es doch geschafft. Was habe ich getan? Ja! Nein! Mann, ein versteckter Block! Was ein hässliches Dreckslevel! Ich kann nicht mehr! So eine Scheiße! Okay, ich war schon lange nicht mehr hier, aber ehrlich, ja, okay, mit Spin. Mit Spin kann man tatsächlich hier rüber, aber ich bin überhaupt nicht optimistisch oder so. Gerade muss ich leider an der Stelle zugeben, ich hasse es, nicht optimistisch zu sein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tun muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Real Talk in diese Röhre reingeht. Naja, vielleicht geht's doch rein, wir probieren es einfach aus. Okay, es geht in die Röhre rein. Zweiter Checkpoint, bitte, bitte. Ja! 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 Okay, ja, mal gucken, was jetzt passiert, ne? Was für eine brutale Challenge jetzt auf uns wartet. Ja, war ja total überraschend.
überraschend, dass da was runterkommt. Oh, verdammte Kacke. Wisst ihr, Freunde, da kann wirklich niemand jetzt sagen, David, du brichst ja manchmal Level ab, ist ja voll wack. Boah, ich sitze jetzt so lange hier dran und nächster Troll, ich stress es trotzdem. Oh, was für eine Überraschung, dass das ein Troll ist, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich glaube, ich muss gleich eine Aufnahmepause machen, ansonsten mache ich noch irgendwas kaputt. Ich glaube, irgendwas wird gleich leiden. Okay, wir entspannen uns wieder. Ich atme ein bisschen durch. Schön. Und dann steppen wir direkt hier rüber. Ui, das war ein cooler Jump. Mehr oder weniger cool. Okay, cool. Und wir haben beide Checkpoints, was erstmal richtig... Ja, danke für den Trollblock. Ja, das ist cool. Hätte ich eigentlich mit rechnen können, oder? Naja, was soll ich sagen? Okay, so. Diesmal haben wir es geschafft. Mal gucken, wann der nächste Troll kommt mit einem P-Switch. Eine Bombe. Okay, weil hier ist ein Pfeil nach oben. Ist hier irgendwas? Aha. Eine Ranke, die nach oben führt. Das ist schon mal relativ... Aha. Ah, freundlich, aber da ist eine Tür. Ich will dieses Level nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Bitte, erlöst mich hier. Und jetzt muss ich gar nicht machen. Und er kann mir gar nicht kommen. Ich kann das nicht mehr. Okay, Vorsicht vor dem fliegenden Fisch. Aber lieferken Fisch. Ach shit, das war dämlich von mir. Ich muss hier irgendwie seitlich am besten hochjumpen. Und Vorsicht vor dem... verdammt, Fisch. Noch ein Fisch, bitte. Ey, das wäre knapp geworden. Ziel. Halt dein Maul, lass mich bitte allein. Ich mag nicht mehr dieses Game spielen. Ein bisschen chillen muss auch mal sein. Wie kommt man hier ins Ziel? Ich weiß nicht, wie wir hier ins Ziel kommen. Boah, es ist so schwer zu sagen, Mann. Ich kann man ja irgendwie oben durch. Ich will da nicht mehr durchspringen. Also in der Mitte ist auf jeden Fall eine Lücke. Aber woher soll man... Vielleicht so ein Minisprung da rein oder so? Jetzt so ein kleiner Spinner? Ich gebe diesem Level keine Punktzahl und ich sag nichts zu diesem Level, weil ich glaube, ansonsten werde ich von YouTube endgültig gesperrt und ich weiß, also... Ich weine gleich. So, das nächste Level ist von Vinci. Getrollt wird nicht. Das Level kann man in 50 Sekunden abschließen. Wer trollt, fliegt. Ist voll in Ordnung. Sieht erstmal nach einem machbaren Troll-Level aus. Ist ein Rätsel. Natürlich ist es ein Rätsel. Da hab ich richtig Bock drauf. Okay, Vinci. Mal gucken, was du uns zu bieten hast. Eine ominöse leere Fläche und kein Trollblock. Das überrascht mich schon so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise, warte mal, es kann aber sein, dass die Röhre dort hinten eventuell ein Troll ist. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich und ist da unten weiter. Es gibt sogar mehrere Blöcke. Okay, drei verschiedene Wege. Ich probiere erstmal das hier aus. Okay, es ist tatsächlich der Tod. Aber guck mal, ganz rechts ist keiner gestorben. Warum? Versteckt sich vielleicht hier was? Okay, es versteckt sich nichts da. Ja, okay, dann traue ich dieser Lücke im Boden mal. Dann sliden wir als allererstes hier in die lilane Röhre und gucken, was uns hier Wunderbares erwartet. Wunderbare Riggler? Und es war falsch. Okay, der Schlüssel war fake. Warum war der Schlüssel fake? Was hätte ich sonst machen müssen? Versteckte Blöcke? Also ich glaube, dieses Level wird definitiv machbarer als das Level gerade eben, hoffe ich einfach mal. Eventuell. Also der Schlüssel ist falsch. Vielleicht ist es auch komplett ein Trollraum. Es wirkt wie ein kompletter Trollraum. Okay, also die Röhre schließen wir schon mal aus. Bedeutet, wir können hier in die grüne Röhre gehen, wo auch irgendeine Animation gerade war oder irgendwas ist weggespawnt. Eine Bombe. Hello. Wozu brauche ich diese Bombe? Ey. Okay. Ich gehe erstmal die Tür hier draußen abklappern. Ein Fischtroll. Okay, das wird vermutlich falsch sein. Bedeutet wiederum, wir gehen erstmal jetzt in die grüne Röhre und sliden dann in die Tür, die dort auf uns wartet. Wunderbar. Das macht doch Spaß, nicht wahr? Bombenangriff. Okay, liebe Tür, bitte sei richtig. Tu mir den Gefallen und sei richtig. Und die Tür sah richtig aus. Aber wir haben uns gerade einen Schlüssel versperrt. War das richtig oder falsch? Das war wahrscheinlich falsch. Warte mal, wenn wir jetzt zurückgehen und wieder hier rein, was passiert? Außer Tomaten nix. Boah, das ist jetzt eine exzellente Frage, was zu tun ist. Weil wir kommen ja nicht rüber, wir verrecken ja ganz simpel. Vielleicht die Bombe mitnehmen, die explodiert zu früh. Aber kein Problem, wir machen das schon irgendwie. Ich nehme die Bombe trotzdessen einmal mit, in der Hoffnung. Ja, das ist, glaube ich, wirklich der richtige Weg. Ja, das ist tatsächlich der richtige Weg, dass man einfach Fast and Furious sein muss, okay?
Weil jetzt haben wir den Schlüssel, um in die erste Tür hineinzusliden. Ich hoffe mal, dass wir die Bombe nicht mehr brauchen. Jetzt können wir auch ruhig ein Item verlieren. Das ist gar kein Act. Okay. Also ich freue mich immer wieder, wenn wir Level einigermaßen durchblicken, was jetzt gerade wahrscheinlich schon mal so minimal der Fall sein wird. Und wir haben schon mal eine Mittelflagge. Sehr, sehr geil. Okay, dieses Level ist deutlich entspannter als das Level gerade eben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, die Tür hier oben. Aber wir testen es einfach mal aus. Das war ein Troll. Okay. Und ich habe mich nicht gesoftlockt, denn wir müssen einfach den Stern abwarten. Okay. Ich bin auf jeden Fall wieder besser gelaunt als bei dem Level gerade eben, weil wie gesagt, dieses Level sieht einen Ticken geiler aus. Also was heißt geiler? Einfacher als das andere Level. Gut, die Tür oben ist schon mal ein Fake, wie wir gerade gesehen haben, nicht wahr? Guck mal, bevor wir jetzt hier oben reinsliden, gucke ich erstmal hier vorbei. Okay, ein wunderbarer Pi-Weg und wahrscheinlich sind hier noch irgendwo am besten versteckte... Junge, ist dieser Weg lang Blöcke oder so? Nein, aber was haben wir? Aber das bringt mir gar nichts. Das bringt nichts. Gar nichts. Ja, aber bringt halt nichts, ne? Also, wir gehen instant nach oben. Okay, 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 okay. Aha. Irgendwas scheint da oben zu sein, ne? Pi-Blöcke. Hey, ho, let's go. Was passiert denn noch so in dieser Fläche? Einiges. Es kommen ein paar Twomps runter. Das ist ja ganz freundlich, kann man so sagen, nicht wahr? Okay, ein riesiger... okay, okay, wir müssen wahrscheinlich den letzten P-Switch aktivieren, weil diese Blöcke werden safe fake sein, genauso wie hier ist ein Fisch, alright. Also, einmal dagegen, yep. Okay, ist mir egal, ob wir den Fisch jetzt einmal aktiviert haben. Jetzt kommt ein Twomp von oben. Und mit dem müssen wir nach oben spinnen. Das Level durchblickt wie ein Fernglas, Freunde. Oh, die nächste Mittelflagge. Sehr, sehr freundlich. Ja, verkackt. Ja, ich hab verkackt. Wir müssen hier mit der Ranke rüber. Hm, das wird nicht richtig sein, der Weg hier oben. Das wird nicht richtig sein. Ja. Oh. Ja, das wird tatsächlich nicht richtig sein. Wir müssen hier durch die Mitte gehen. Ja. Nee, wobei, nee, das war gerade ein anderer Raum, den wir gesehen haben. Oh, wait a minute. Oh, eine Feuerblume. Aber wie kommt man an die Feuerblume ran? Wahrscheinlich gar nicht. Die wird hier einfach fallen gelassen. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich hab's verstanden. Okay, ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden, vermutlich. So, jetzt wissen wir einigermaßen Bescheid, wie man das Ding triggert. Genau so. Und jetzt können wir es zumindest schon mal abfangen. Geile Meile. Rein geht's in die Tür. So, wo kommen wir raus? Es war das ein Troll? Das kann kein Troll gewesen sein. War das ein Troll? War das wirklich ein Troll? Das war aber ein Troll. Das war ein Troll. Never. Okay, es war ein Troll. Kreativer Troll? Also müssen wir doch oben entlang gehen und nicht diesen Feuerblumenweg. Der Feuerblumenweg war eindeutig zu einfach, wie es scheint. Ah, was, wenn wir immer wieder durch die Röhre... Oh, damn. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Es speichert ja, oder? Ja, geil. Haha. Okay, einfach wieder durch die Röhre und zurück. Ja, einfach ein bisschen nachdenken, David, dann klappt's auch schon. Geil, Level ist zu Ende, oder? Okay, okay, okay. Ja, hü. Aber warum kein Ich verstehe das alles nicht mehr. Und bitte sei jetzt einfach zu Ende. Ja, bam, Junge. Geil. Okay, wir haben's gemeistert und das Level war vollkommen in Ordnung. Feier ich. So wie Menschen, die... Okay, ich verlasse es lieber. Hat mir sehr, sehr gefallen. So, und zum Schluss haben wir noch ein etwas entspannteres Level, sage ich mal so, von Yui Verif. Denn wir haben eine Abschlussrate von 18% Lord of Jumps. Dieses Level wurde mir auch in den Kommentaren eingereicht. Und wenn du willst, dass ich dein Level spiele, schreib mir auch gerne die ID in die Kommentare hinein. Und ganz wichtig, beschreibt euer Level so ein bisschen. Das würde mich mega freuen. Alright, so. Probieren wir uns mal an dieses Level ran und gucken mal, wie lange wir brauchen. Also, die erste Challenge ist es schon mal, nicht unbedingt runterzufallen, und ich finde die Sprünge mit diesen Dingern teilweise gar nicht mal so einfach, muss ich ehrlich sagen. Okay, okay, es geht weiter. Wir haben hier Greifer, eine Feuerblume. Ich weiß zwar nicht, warum wir eine Feuerblume bekommen, aber ich sag einfach mal ja, Dankeschön dafür. Oh, hä? Ich kann doch gar nicht verkaufen. Hä? Oh, wait a minute. Ich kann mir gut vorstellen, was wir tun. Au, 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 au. Warte mal, oder? Hätte ich die Feuerblume nicht nehmen dürfen? Hä? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was unsere Mission ist. Also, um hier rüber zu jumpen. Also, man kann auch einen geduckten Sprung machen, aber da springen wir jedes Mal, glaube ich, zu hoch. Weil ich check schon grob, was der Levelerbauer hiermit wollte. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Oder ich denke gerade zu kompliziert. Das kann auch alles sein. Nee, ich starte das Level nochmal neu. Ist mir ein bisschen zu blöd. Okay, wir merken uns. Sammeln nicht das blöde Item ein, weil das ist tödlich. Also, bloß nicht dieses Item hier oben einsammeln, denn das ist tatsächlich gar nicht mal so gut, wie es scheint, glaube ich. Yes. Okay, das müsste jetzt machbar sein, oder? Hä? Oder Spin oder so? Wie kann dieses Level so eine hohe Abschlussrate haben? Ich verstehe es nicht. Ja, genau. That's the way to go. Man muss klein sein.
Ja, bingo. Sehr, sehr nice gelaufen. Hoffentlich war das jetzt die schwierigste Stelle im Level, aber ich denke mal schon fast ja. Okay, ganz vorsichtig. Jetzt noch ein bisschen mit einem Deckenjump. Okay, weiter geht's. Das sieht doch alles relativ human aus, in Anführungszeichen, oder? Vorsichtig, Toadette. Vorsichtig bei dieser Jump-Challenge. Ich finde, das ist ein sehr schönes Level. Ich finde, das Level hat definitiv Stil und kann man gut spielen. Ja, das war ein entspanntes Level. Das war definitiv ein entspanntes Level. Vor allem am Ende noch so ein kleines Easter Egg mit Thanks oben. Alles in einem sehr, sehr entspanntes und cooles Level, wo wir sogar einen Rekord geholt haben. Weiter so. Tja, Freunde, so schnell können Community-Level auch wieder vorbei sein. Ich saß insgesamt über 2 Stunden an dieser Aufnahme. Und wenn du gar nicht mehr genug von Community-Level bekommst, empfehle ich dir dieses Video. Denn dort habe ich ein Level gespielt, wo ein P-Switch unmöglich zu erreichen war, gewesen ist. Und das war wirklich ein brutales Troll-Level. Von daher, guck sehr gerne in dieses Video rein. Verlier keine Zeit. Mach's jetzt.